Die nächste Aufgabe lautet, findet den Kelch mit Hilfe von Auras Karte. Also öffnet die Karte, dann wird euch hier dieser Punkt angezeigt. Dann müsstet ihr hier eine Waffe oder einen Gegenstand haben, den ihr eintauschen könnt, damit ihr reinkommt. Da ich momentan aber keinen Gegenstand habe, muss ich hier rausgehen, hier einen Gegenstand suchen. Hier links, mit etwas Glück, habt ihr dann eine Truhe. Okay, ich habe hier eine Cybertron-Kanone gefunden. Wenn ihr jetzt hier her schießt, dann zerstört ihr hier die Treppe. Dann könnt ihr, statt die Tür zu öffnen, auch hier links reingehen. Geht hier entlang. Wie ihr seht, habt ihr hier einen Sockel und hier links habt ihr da die Truhe mit dem Kelch drinnen. Also, geht hier zum Sockel hin. Jetzt habt ihr hier die Aufgabe, biete 100 Goldbarren als Opfergabe da, um den versteckten Kelch zu enthüllen. Also legt 100 Goldbarren nieder. Wie ihr seht, hat sich hier die Schatulle geöffnet. Ihr könnt jetzt den Kelch entnehmen. Und schon habt ihr diese Phase der Aufgabe erledigt.